Sehr schön. Ach, ich muss doch, glaube ich, muss ich noch die. Ich glaube, ich muss noch die Haus fertig machen irgendwann, ne? Ach, guck mal, wie cool das jetzt von hier aussieht, dass man da dass man hier jetzt auch alles sieht und dann später da die Felder sieht und den Bauernhof. Ach, das ist so schön. Es kommt einfach alles langsam zusammen. Das freut mich echt. Das freut mich echt riesig, dass das hier alles langsam zusammenkommt und fertig wird. Und ach, ich hätte Moskabel behalten sollen. Scheiße. Ich habe nämlich noch mal ein bisschen geguckt. Ah nee, ich muss ja drüben in den Nether gehen. Ah, ich habe also mit dem Moss Carpet kann man ganz toll hier auch so ein bisschen wie so Algen am Wegesrand oder am Strand machen. Das sieht richtig, richtig cool aus. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch noch mal angehen würde. Ah nee, komm, ich fahre mit dem Boot rüber. Ah, das ist echt cool, dass man das jetzt hier so sieht. Ich habe noch keine Idee hier für den Strand hier übrigens, ne? Also hier dieses ganze Strandgebiet hier zwischendrin. Weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Genauso wie diese kleine Insel weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Wie gesagt, da kommt irgendwie der Leuchtturm hin, der dann hier hochgeht und hier auch passend steht für alles. Ja, und mit dem Rest gucken wir einfach mal. Aber wenn ihr Ideen habt, ne, für diese Insel oder auch für den Strand, auch gerne in die Kommentare damit. Aber ihr müsst halt auch immer bedenken, dadurch, dass das hier ein Let's Play ist und kein irgendwie Hardcore-Videos, was ich in den nächsten 1000 Tagen wieder gebaut habe. Dauert es natürlich alles eine Zeit. Ne? Wir sind hier nicht so schnell, wir machen es ein bisschen gemütlicher, ein bisschen entschleunigter, könnte man auch sagen. Ja, so ist das. Aber ich finde das immer noch so schön, wie das hier aussieht. Ich bin halt nicht der größte Fan vom Spruce Forest, deswegen bin ich es hinten mittlerweile doch etwas schöner, aber hier so das Stück zu sehen mit den normalen Bäumen und alles, es ist einfach toll. Oder hier, ne, das ganze Grünzeug hier zu haben. Wie kann man eigentlich einen Fuchs tamen? Kann man den tamen? Ich weiß es gar nicht. Und was macht der Fuchs da? Komisch. Komisch, komisch, komisch. In dieser Welt passieren viele komische Dinge. So. Dann gehen wir mal in den Nether und damit wir da keine bösen Überraschungen haben, muss ich noch einmal ganz kurz. Ups, so. Ach stimmt, wir müssen den ja noch verzaubern, irgendwann mal unseren Goldhelm. Und dann machen wir heute mal ein bisschen Nether bauen. Ich glaube, das könnte auch ganz interessant werden. Genau, den Abgang wollte ich ja hier runter machen. Ich fange jetzt erstmal von außen an, dass uns hier keine Viecher reinlaufen. Viecher, sage ich schon. Crafting Table brauche ich. Ist hier irgendwo ein Gast in der Nähe? Einmal schauen. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Skelettis sehe ich auch nicht. Sehr gut. Ich brauche ein paar Slabs auf jeden Fall. Und ich brauche auch ganz viele Stufen. Wir müssen ja auch runterkommen mit Stufen. Das heißt, ich mache mir einfach mal ein Stack. Genau. Von den Stufen her. Unser Boden ist ja quasi hier auf der Slab-Höhe. Das heißt, wir könnten hier direkt theoretisch anfangen, runterzugehen. Genauso hatte ich es, glaube ich, geplant. Das heißt, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter, da geht's runter, dort, dort. Jetzt muss ich mal gucken. Und hier geht's runter. Und hier geht's dann natürlich auch weiter mit Slabs. Ich würde den Gang auch erstmal zwei breit lassen. Ich hole mir mal ganz kurz ein kleines bisschen was an, Netherrack. Achso, und ich wollte mehr zu. Ach ne. Wegen Cobblestone wollte ich mehr zu Fortune wechseln, aber das ist ja hier erstmal egal. So. Aber wir können eh mehr zu Fortune wechseln, weil die ist natürlich auch schneller wieder repariert. So. Und hier mache ich auch einfach mal so ein bisschen das Ganze etwas natürlicher. So. Und das habe ich ja schon so gemacht. Wenn hier die Stufe drauf kommt, können wir bis hier gehen. Okay. Da müssten wir den jetzt hier eigentlich schon komplett einrahmen. Ich mache das erstmal auf so einer Zweierhöhe, ne? Ups. Und das Ganze geht dann bis hier. Und hier geht es dann hinab. Das heißt, das hier muss ich auch noch irgendwie zumachen. Ich glaube, wir werden noch einiges. Ach, ich habe vergessen, Eisen mitzunehmen. Scheiße.
Ich würde hier gerne auch wieder einige Fenster einbauen. Ich versuche das nochmal kurz mit dem Buch, mit dem Boot, mit dem Enderman. Komm mal her, Mr. Enderman. Kommen Sie mal her. Jawohl. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nah dran gehen. Und wieder zwei Ender Pearls. Oh. Wow, und was für ein ekliges Geräusch. Oh, die armen Leute, die die Kopfhörer auf haben. Es tut mir leid, ein bisschen. Aber ich find's auch ganz lustig. wie hoch ist denn das Ganze da? 1, 2. Oh, das kann ich so nicht richtig zählen. 1, 2, 3 Blöcke und... Scheiße. Wo ist er? Da oben ist er. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Oh, wie ich diese Viecher hasse. So. Oh. Da haben wir jetzt auch wieder alles abgekriegt, aber wir haben eine Gastier. Ich weiß gar nicht mehr, was man damit craftet. Aber ist ja auch egal. Achso, das ist der Pfeil. Hier ist was eingeschlagen, da neben uns. Und da oben und hier unten und... Oh, das ist. Deswegen, genau deswegen wollte ich das hier auch bauen, ne? Also nur mal so zur Info. Das Gute ist, der Cobblestone wird dadurch nicht gesprengt, deswegen, ja, ist das nicht ganz so schlimm. So, da kommen wir später wieder, wie wir das hier schön angleichen. Ich war gerade dabei, erstmal Fägel schon wieder dahin. Das Fägel schon sitzt noch. Wo ist denn der gespawnt? Ich mag den Nether nicht, habe ich das schon mal gesagt? Kann sein, ne? Oh, fuck. Okay, also 3 hoch und dann kommt oben drauf die Dingens. 1 hoch, Fenster hoch 2, Fenster 3er Höhe und das hier ist oben drauf zum, ja. So. Heißt, für die Treppe. So, das erste Fenster möchte ich frühestens hier haben und dann hätten wir da ein Zweierfenster, da ein Zweierfenster. Das sieht doch gut aus. Und hier das gleiche. Ja, hier baue ich das Ganze später nochmal in den Netherrack mit ein, einfach. Ups. Hast du schon? Nee, du bist nur eins höher, ne? Und da muss ja am Ende überall noch, müssen überall noch Slabs drauf, damit das eben auch spawnproof ist, dass uns da drauf auch nichts spawnt. So. Und hier geht's auch nochmal rüber. Ja, ich dachte mir halt einfach, wir machen das mal hier so schön. Weißt du was, ich baue das hier später, also von der Seite aus baue ich es komplett in Netherrack ein. Wir können ja auch eine kleine Höhle machen, das ist ja auch egal. Im Nether stört das ja jetzt nicht so. Aber dann haben wir das hier schon mal. Ich muss gleich auch aufpassen, dass ich erstmal die Stufen nach unten fertig mache. Nicht, dass wir hier gleich runterfallen. Ich mache hier auch schon mal zu. So. Und hier mache ich das wie auf der anderen Seite. Das heißt, das kommt hier rüber. Und dann könnten wir hier... Ne, hier... Genau, hier die Seite machen wir einfach komplett zu. Das bauen wir komplett in Netherrack ein. Dann haben wir hier zwei Fensterchen. Hier haben wir ein Fenster und dann hätten wir da noch ein normales Fenster. Bis da vorne mache ich das mal. Und hier machen wir mal so. Da kann man hier auch beim Runtergehen noch ein bisschen rausgucken. Und das hier wird noch alles zugemacht. So. Jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen, dass wir auch die richtige Höhe hinkriegen. Ich glaube, da ist schon wieder irgendwo ein Gast. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Okay. Ich lasse das erstmal so. Wie viel habe ich denn hier überall drauf? 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier müsste ich eigentlich auch, ne? Ja, hier drüber, ne? 1, 2, 3, 4. Der ist über der Treppe. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Ich habe nicht genug Cobblestone dabei, scheiße. Okay, wir brauchen definitiv mehr Cobblestone. Das ist zu. Und so. Und so. Und du musst weg. Du musst weg. Und da müssten wir hier eigentlich schon mit Gegentreppen arbeiten, um das hinzukriegen. Ich guck mal ganz kurz. Beziehungsweise, ich mach mal ganz kurz Folgendes. So. Ups. 6 Stück. Der muss wieder oben hin. Na, dann müssten wir eigentlich hier Gegentreppen haben. Hier Gegentreppen. Hier Gegentreppen. Hier Gegentreppen. Hier Gegentreppen. Hier Gegentreppen. Hier Gegentreppen. Und hier Gegentreppen. Und dann hätten wir so. Ja, unseren engen Korridor. Könnten wir sogar eins weiter rausziehen, aber ich lasse es so. Ne, ich lasse es so. Was lassen wir so? Ach scheiße, ich habe die Decke zu niedrig gemacht. Verdammte Kacke. Oder auch nicht. Dann mache ich hier einfach nur so einer Dinger rein. Warte mal, das machen wir hier anders, ne? Weil das hier der enge Gang nach unten ist. So, dann kommen hier drei Fenster rein. Und hier machen wir das gleiche. Das hier kommt zu. Dann kommt hier ein Fenster drin. Da ein Fenster hin. Und hier kommt noch ein Fenster hin. 6 mal Iron Bars habe ich jetzt ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier oben müssten wir eigentlich auch nochmal normale Türen vielleicht einbauen, dass man hier nicht so ganz durchkommt. Dafür müssten wir dann halt hier wieder die Gegentreppen wegnehmen. Und hier ankommen, ne? So, dann hätten wir hier natürlich das Problem. Ne, das könnten wir ja machen, dass wir hier runtergehen. Dann haben wir hier unsere. Ne, das ist zu niedrig. Und hochgehen können wir auch nicht. Ach Mist. Das war jetzt etwas schlecht geplant von mir. Oder wir machen hier Fence-Gates hin. Dann machen wir das hier so. Das darf ruhig eng sein, ne? Das darf hier alles, das ist halt alles ein bisschen enger. Und hier geht's dann runter. Und dann machen wir hier oben einfach Fence-Gates hin. Hier laufe ich jetzt ja schon auf Slabs, ne? Genau. Hab ich denn... Ich habe Nether-Bricks. Wie mache ich ein Nether-Fence-Gate? Gibt's das? Nether-Gate. Gibt's nur aus Holz. Okay. Dann müssten wir vielleicht mit Dark Oak ein Fence-Gate machen. Ich habe ja auch, glaube ich, kein Holz, ne? Nee, habe ich nicht. Aber ich packe mal kurz die Gas hier weg. 4 Blaze Rods haben wir hier sogar. Bisschen Gunpowder. Die behalte ich mal. Dass wir hier 2 Fence-Gates einfach hinmachen auf die Höhe. Dass man hier dann vernünftig. Also, dass hier nichts hochkommt. Das müssten wir auf jeden Fall machen. Weißt du was, ich mache die mal ganz kurz aus Dingens. Fence-Gate war. So. 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 Genau. Dann haben wir hier keine Tür, dann haben wir hier nur Fence Gates, aber das reicht ja. Das müssten wir. Ach, das. Ah, das mag ich nicht. Wir müssten hier eigentlich eine Tür reinzimmern. Oh, ich will das hier nicht alles neu bauen. Wie machen wir das sonst? Ich habe noch eine Idee, was wir tun könnten. Gib mir mal kurz hier die hier. Und dann die hier. Ups, warte mal. So, du musst weg. Du musst weg. Und dann kommen da Gegentreppen hin. Dann haben wir das so. Und warte mal, eigentlich haben wir ja
Ich bin die 2 hoch. Das heißt, hier muss das passen, dass ich einfach das hier zumachen kann und das hier zumachen kann. Ja, genau. So. Und dann haben wir jetzt hier das Ganze über Treppen einfach gelöst. Und dann würde ich, wie habe ich das hier? Da habe ich das anders, okay. Dann würde ich hier einfach auch nochmal 2 Treppen reinhauen. Einmal auf die Seite und einmal auf die Seite. Verdammt. So, dann machen wir einmal so. Und einmal, ups, und einmal so. Und dann hole ich mir mal ganz kurz die 2 Türen. Ich brauche Eisentüren. Die habe ich jetzt dann natürlich auch nicht. Ich brauche Eisen. Ich gehe mal kurz zurück. Ich hole mal Eisen. Und ich hole nochmal ein bisschen Cobblestone.